You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe mir gedacht, bevor jetzt das neue Black Ops 4 Update heute um 19 Uhr online kommt, es wird locker 10, 15, 20 GB haben, es wird also lange dauern, bis wir es haben, können wir ja einfach mal zurück zu Black Ops 3 gehen. Und wie ihr seht, ich habe heute genau 2 Runden gespielt. Und was ich in der ersten Runde gemacht habe, das werdet ihr jetzt sehen. Und lasst uns mal ein bisschen über die ganzen Änderungen sprechen, die jetzt bei Black Ops 4 kommen, und so einen direkten Vergleich ziehen, was bei Black Ops 3 einfach wirklich nach vielen Jahren immer noch besser funktioniert als bei Black Ops 4. Und dann lasst uns mal gucken. Ich habe mir heute gedacht, wir werden einfach mal wieder bei Black Ops 3 reinjumpen. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, es fühlt sich so krass komisch an. Also wirklich die ersten 20, 30 Herrschaftspunkte habe ich nicht gewusst, was mit meinem Aim ist. Ich musste auch erstmal gucken. Es ist einfach, wenn ihr Apex spielt, wenn ihr vorher Fortnite gespielt habt, dann Black Ops 4 spielt und die ganzen Games durchgeht, dann habt ihr einfach ein ganz, ganz komisches Gefühl bei einem alten Game, was ihr lange nicht mehr angerührt habt. So nach einer Zeit gewöhnt ihr euch aber dran und direkt, Leute, ihr habt es gesehen, ich habe nur 2 Runden heute Black Ops 3 gespielt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie erzählt, oh, krasse Runde und das ist schon die 100. gewesen. Und einfach mal den Nuke gedroppt in der allerersten Runde heute. Ich habe seit 5 Monaten kein Black Ops 3 gespielt. Diese absolut allererste Runde nach so vielen Monaten, im Prinzip seitdem die Black Ops 4 Beta draußen ist, und direkt den Nuke gedroppt. Und daran habe ich wieder festgestellt, Black Ops 3 war einfach so eine Hassliebe. Ich mochte das ganze Gejumpe eigentlich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber auf der anderen Seite habe ich es gefeiert, dass man eben Hater hatte, dass man Energiekern hatte. Ich folge die Minimap links oben, wenn ihr euch das anguckt. Die Minimap ist so viel besser als in Black Ops 4. Man kann so viel besser sehen. Die Drohne hat wirklich hier mal einen Impact. Es gibt so viele Sachen, die mir hier wirklich besser gemacht sind, wo ich nach wie vor nicht verstehen kann, warum man die nicht so übernommen hat. Ich bin natürlich froh, dass jetzt mit dem Update heute um 19 Uhr all die Änderungen kommen, die schon wirklich viele Wochen und Monate überfällig sind. Die Titan wird genervt, der Schaden wird reduziert, die Reichweite vom Schaden wird reduziert. Mit Schaft seid ihr mit der Titan jetzt langsamer als vorher. Das sind wichtige Änderungen. Die Spitfire kriegt einen Nerf, die Magazine werden kleiner gemacht, die Sau kriegt einen Nerf, ihr könnt euch jetzt nicht mehr so schnell damit bewegen wie vorher. Das sind alles gute Änderungen und die wurden auch wirklich Zeit und ich bin sehr froh darüber, dass sie jetzt kommen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt nicht mal aus meinem Standpunkt, weil ich werde nach dem Update natürlich trotzdem Black Ops 4 zocken und gucken, wie es jetzt ist. Aber viele Leute, und ich habe wirklich mit vielen darüber gesprochen, sind schon weg von dem Game, weil sie keine Lust hatten, fast ein halbes Jahr darauf zu warten, dass die Wünsche der Community umgesetzt werden. Und das ist ein dickes Problem, was wir haben. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, diese Spieler bekommt man mit einem einfachen Update, egal wie gut es ist, nicht einfach wieder zurück. Nicht in Zeiten, wo es neue Updates nach wie vor in Fortnite gibt, neue Updates in Apex Legends mit einem Battle Pass und. Es gibt zu viele Sachen aktuell, die andere Spielehersteller einfach besser machen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das mit der ganzen Playerbase wird, die jetzt schon seit längerem bei Black Ops 4 weg ist.
weil sie Schnauze voll hatten von all den Sachen, die nicht funktioniert haben und. Sollten wir jetzt überlegen, was demnächst noch kommt? Ihr habt ja bestimmt auf Reddit oder auf Twitter irgendwo schon die ganzen Update-Patch-Notes gesehen. Die Spitfire wird genervt, die Titan wird genervt, die Saug wird genervt. Es gibt neue Spielmodi im Multiplayer. Es gibt eine Race-Map im Blackout. Blackout bekommt neue Punkte auf der Karte. Das heißt, da ist auch für Abwechslung gesorgt. Es gibt ein neues System für die Prestige Master im Blackout, das heißt bei Level 80 oder 81 ist jetzt nicht mehr vorbei, was auch ganz angenehm ist. Schön weggesnackt, der kleine Dreckige hier. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Sachen, die jetzt mit dem Update in Black Ops 4 kommen. Und eins nach dem anderen, Donnerstag ist zum Beispiel auch League Play, ja? League Play wurde schon wieder um 2 Tage verschoben. Abgesehen davon ist es aber trotzdem angenehm, dass es jetzt endlich soweit ist. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, Leute, wir haben mittlerweile mehr als genug gewartet. Wir haben lange genug gewartet und es wird absolut Zeit. Wie League Play nachher funktioniert, ist bisher noch ein bisschen offen. Sie haben gesagt, es wird 2 verschiedene Modi von League Play geben. Der erste Modi wird sein, dass man so wie in WW2 kennt. Ihr spielt im Prinzip die ganzen CWL-Modi, also Stellung, Kontrolle und S&Z. Und in diesen 3 Modi könnt ihr euch dann behaupten. Wenn ihr gewinnt, das heißt, egal ob ihr jetzt alleine spielt oder mit irgendwelchen Teammates, dann kriegt ihr extra Punkte. Und mit diesen extra Punkten kommt ihr sozusagen in eine höhere Stufe bei League Play, sodass ihr auch bessere Gegner bekommt. Und bei WW2 war es ja zum Beispiel so, dass die ganz oben irgendwann waren, tatsächlich so eine Art Finalrunde spielen konnten. Da ging es auch damals so ein bisschen Geld. Das war gar nicht schlecht gemacht. Und so würde ich mir es im Prinzip auch bei Black Ops 4 wünschen. Ob das nachher so funktioniert, das weiß ich nicht, das muss man abwarten. Aber es ist ja schon mal wirklich angenehm zu wissen, dass League Play überhaupt wieder da ist. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, darauf haben wir, glaube ich, mehr als lange genug gewartet. Und ich weiß, viele von euch wollten es unbedingt haben. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einige Sachen, die man in Black Ops 4 wirklich, wirklich endlich reinpatchen muss. Zum Beispiel fehlt seit Anfang an ein richtiger Combat Record. Das heißt, welche Waffe habe ich wie oft gespielt, welche Prezi habe ich mit der Waffe und. Das sind Dinge, die sind für mich für ein COD essentiell. Selbst bei WW2 war das ein Fakt, was durchgängig angesprochen wurde. Da gab es dann diese komischen Combat Record, der war da aber sehr, sehr eigenartig, weil man irgendwie, es waren immer ganz komische Prozentzahlen. Da wurde manchmal gesagt, dass man mit der PPSH so 1% Prezi hat. Da kann ich bei vielen Leuten hier sagen, vor allem bei vielen Abonnenten von mir, dass das definitiv nicht hinhauen kann. Bei mir standen irgendwie 3% oder 2%. Also da gab es einen Combat Record, der war aber nicht so, wie man sich den wünscht. Vor allem nicht so wie in Black Ops 3. Hier hatte man die Möglichkeit, wirklich zu sehen, welche Prezi mit welcher Waffe, wie oft gespielt, wie viel Kills damit und. Und das hat mir damals wirklich gut gefallen und das würde ich mir sowas von wünschen, dass es wiederkommt. Ob es noch reingepatcht wird, ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was die Pläne für die neue Operation ist. Heißt ja Operation Grand Haste, also irgendwie großer Überfall. Wie gesagt, es gibt die Roadmap im Blackout, jetzt dazu kommen neue Autos. Es gibt unter anderem ein Polizeiauto, das hat eine ganz coole Funktion. Das Polizeiauto kann die Sirene anmachen. Die Sirene ist natürlich sehr laut. Dafür seht ihr aber auch alle Loot Crates und alle Supply Drops auf der Karte. Das heißt, Risk and Reward, so hat das Treyarch gestern im Livestream zumindest genannt. Also ein höheres Risiko, ihr werdet natürlich schneller gesehen, schneller gehört, aber ihr bekommt, wenn ihr es schafft, zu einem Loot Drop auch bessere Ausrüstung. Die Idee davon ist gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, die gefällt mir auf jeden Fall. Ob das jetzt aber nachher, um ganz ehrlich zu sein, so viel an dem Blackout-Modus ändert oder nicht, das kann ich noch nicht hervorsagen. Auf jeden Fall, Apex Legends ist aktuell für Black Ops 4 der Gradmesser schlechthin, auch wenn das im Prinzip 2 unterschiedliche Games sind, weil viele Leute, die bei Black Ops 4 aufgehört haben, sind zu Apex Legends rübergewechselt. Einige zu Fortnite, andere spielen Battlefield. Es gibt mehr als genug, ich sag mal, Alternativen und Optionen aktuell. Und wenn Treyarch nicht langsam wirklich zu Potte kommt und das jetzt vielleicht auch nicht nur bei Outrider belässt, was ich schon wieder eigentlich ein bisschen traurig finde, weil Outrider ist der neue Spezialist in Black Ops 4, aber wieder hat man aus Black Ops 3 im Prinzip etwas kopiert, übernommen und eingefügt.
Das macht zumal schon Sinn, weil Black Ops 4 spielt eigentlich vor Black Ops 3. Aber da muss ich euch ganz ehrlich sagen, gebt den Leuten, gebt der Community doch noch ein, zwei neue Spezialisten. Haut doch mal zwei neue Spezialisten raus. Jetzt gibt es auch noch zwei neue DLC-Maps, die helfen leider auch nur den Black Ops Pass-Besitzern. Das heißt nicht, dass ich denen das nicht gönne. Die haben bisher, jeder, der den Black Ops Pass gekauft hat, gar nichts bekommen im Prinzip. Aber wieder so, die Community wird wieder aufgeteilt. In Black Ops Pass-Besitzer, in die, die es nicht haben. Die einen können die Karte spielen, die anderen können es nicht spielen. Es gibt also noch mehr als genug, was man in diesem Spiel verbessern kann, was man irgendwie mal angehen kann. Und es bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Ich fürchte einfach nur, und das ist meine ehrliche Meinung, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es anders seht. Leute, die jetzt Black Ops 4 den Rücken gekehrt haben, was ja, finde ich, nach 4-5 Monaten ohne Content legitim ist. Da gibt es viele Leute, die sagen, es gab Content. Ja, aber sorry, zwei DLC-Waffen, die jeder bekommt, sind für mich kein Content. Und zwei DLC-Maps, die nur Black Ops-Passbesitzer haben, ist für mich auch kein Content. Und wer Zero als Spezialist, als super Content empfindet, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das ist auf jeden Fall nur meine Meinung. Schreibt das gerne in die Kommentare. Heute Abend 19 Uhr wird auf jeden Fall das Update kommen. Macht euch auf 15-20 GB gefasst, weil es ziemlich groß ist. Da wird einiges dabei sein. Und sonst, Leute, ich hoffe, ich hat euch der kleine Trip zu Black Ops 3 gefallen. Mal gucken, was demnächst noch kommt. Ich werde natürlich berichten, wie das neue Update ist, wie sich es anfühlt und. Und würde mich freuen, wenn ihr dem Ganzen heute ein Like da lasst. Also, ich bin raus, Leute. Macht euch einen schönen Abend. Haut rein.